Doppel-D, Jungmama Melanie hat einen sehnlichen Wunsch, für den sie sich aber noch den Segen von ihrem Andi einholen möchte. Hallo, Schatzi. Was gibt's? Das war nur eine Frage. Wolltest du mir nicht irgendwas erzählen? Ja. Dann setz dich her zu mir, komm. Na, ich bin, da bin ich jetzt so aufgeregt. Ja. Lass meine Brüste machen. Warum sagst du wieder? Weil sie jetzt nach der Schwangerschaft von Jason nicht schön sind. Wer sagt das? Ich. Ach so. Das hat Melanie schon mal gesagt. Auch nach Kind Nummer 1, Cheyenne Selina, war ihr nach mehr. Ein harter Überzeugungskampf, den Melanie gewann. So, Urschein, so. So, was ist denn? Prallstrafen. So richtig prall. Zwischen prall, prall. So, Urschein, so. Prall, prall, prall. Ganz prall. Prallstrafen. Nein. Prall sind meine Eier. Aber nicht ihre Brüste. Und größer? Nein. Aber ich will mich wieder wohlfühlen. Und ich will kleinere Brüste, ganz ehrlich, die sind schon gigantisch. Was heißt, die sind gigantisch? Schon groß. Ja, die sollen kleiner wieder sein. Schon groß. Und sie sollen halt wieder schön straffer sein. Prall, 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 ganz prall. Das mache ich nicht mehr. Sonst verarscht du mich wieder. Wir könnten ja eigentlich so einen Prallsong rausbringen. Prallpfer, 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 Prallpfer. Prall? Prall, Prall, Prall. Prallpfer, Prallpfer. Prall? So richtig prall? Prallpfer, 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 Prallpfer. Nein! Ihr seid einfach alle Idioten. Was ist das, ich meine Brüste machen lasse? Eigentlich nicht, nein. Warum nicht? Mama! Ja, weil du dich unter das Messer legen lässt mit einer Narkose. Und das ist keine wichtige Operation. Schatzi, ich kann auf die Straße gehen und ein Stein fliegt mir am Kopf und kann genauso sterben. Ich glaube, das war das Gescheite. Vielleicht wäre das Hirn dann ein bisschen einmal optimal. Das ist krass. Erklär's so, warum sich die Frau unwohl fühlt, wenn die Brust hängt oder nicht mehr in Ordnung ist. Nein, nicht. Ich fühle mich einfach nicht wohl. Kannst du das mit irgendwas vergleichen? Ja. Okay. Na, sprich, vergleich's mal. Das ist kein Vergleich. Aber man tut ja auch was dagegen. Von einer großen Oberweite zur nächsten und somit zur Doppel-D-Mami Melanie und ihrem Andi. Seit Kind Nummer 2, Jason, Timothy, sind Melanies Töpf gigantisch zu gigantisch. Schon groß. Seit der Schwangerschaft von Jason sind sie halt viel größer geworden, gell, Schatz? Oh, sie sind größer geworden und nicht mehr kleiner geworden. Und sie geben halt das voll nach und das ist halt unangenehm mit die Implantate. Mhm. Würdest du wollen, dass ich kleinere Brüste habe? Was heißt wollen? Na, kleiner. Eigentlich nicht. Dann ist ja Spanisch schon langweilig. What the fuck? Was haltest denn du davon, wenn die Mama sich Brüste machen lässt? Ja, wow. Er mag wirklich voll Brüste, wirklich. Aber er kuschelt sich immer so zu meinen Brüsten so. Oder manchmal liegt er an mir und tut seine Hand so reinstecken. Tut seine Hand so reinstecken und dann schlaft er so ein. Ich glaub nicht auf diesen großen Dingen gehen. Ich habe jetzt schon einen Termin beim Vorsek. Ach so. Ja, ja. Nur Vorbesprechung. Ja. Ja, anscheinend wurde ich auch bei der ersten Operation kastriert und mir wurde die Männlichkeit jetzt genommen. Warum bei der ersten? Ja, weil ich jetzt schon seitdem keine Chance mehr habe, irgendwas zu sagen. Sieht man eh. Termin vereinbart. Nein, noch nicht vereinbart, Schatz. Ja. In Ordnung finde ich es nicht, aber wenn du zufrieden bist, dass wir dorthin gehen und einmal mit Herrn Wosse reden, dass es dich dann glücklich macht, so ein Smile im Gesicht. Sag mal was Gutes auch. Was soll ich was Gutes dazu sagen? Ja, okay, das, dann rede ich nicht mehr mit dir weiter. Was hast du für eine Einstellung, bitte? Ja, Schatzi, du hast nur was dagegen und siehst nicht, ach, das ist... Ja, aber das ist Mutter der Natur, oder? Früher gab's das nicht. Ja. Ja, was? Ja. Aber wir sind nicht früher.
Jetzt hast du auch ein iPhone, haben den Flachbildfernseher, gab's früher auch nicht. Ja, ich kann es eh nicht verhindern. Ich kann nicht mehr dazu sagen, als wie, dass ich es nicht verhindern kann. Aber Schatzi, du freust dich aber schon. Dir gefällt es dann danach aber schon. Sicher ist aber schön. Warum sagt der Kenner, dass das nicht schön ist? Braver Bob. Er hat gesagt, das schaut schöner. Wir haben es fertig ausdiskutiert, ja. Ich bin kastriert worden und sie macht ihre Brust um. Ist ein cooles Ende, oder? Auch Doppel-D-Mami Melanie hat immer alles fest im Griff. Sie kriegt, was sie will. Aktuell sind's neue Brüste. Nur wie groß sie sein sollen, steht noch zur Diskussion. Das Andi gegen die OP ist, tja. Wir haben es fertig ausdiskutiert, ja. Ich bin kastriert worden und sie macht ihre Brust um. Melanie, das freche Früchtchen, hat zur besseren Veranschaulichung der neuen Melonen extra Obst eingekauft. Wie wär's so? Wird das passen? Hast du Obst gekauft? Ja oder nein? Was für ein Obst hast du noch dazu schon? Also, passt die Größe für dich? Ich muss das vergleichen, okay, mit anderen Obst. Passt. Oder so? So groß sind jetzt deine. Nein, bist du arg. So falsch liegt Andi nicht. Ich habe überlegt, ob ich sie so klein mache. Ist deppert? So kleine Äpfel? Hm? Das ist, braucht man ja nicht mehr. Doch, zeig mal. Bin sie gleich überfordert mit zwei. Ja. Da fällt der Apfel nicht weit vom Stamm. Die dürfen nicht so klein werden. Und was sagst du zu denen? Farbe ist dunkler. Diese Szene kommt einem doch irgendwoher bekannt vor, oder? Ich habe eine Wassermelone getragen. Ja, so schaut es doch aus. Oder? Bei Dirty Dancing folgte halt ein heißer Tanz. Ja, ich mag Dirty Dancing schon. Wir könnten den Tanz tanzen, Schatz. Im Wasser haben wir es eh versucht damals, Schießen. Weißt du? Habt ihr das nicht eh gefilmt? So, genug in Erinnerungen geschwelgt. Zurück zu den Melonen und zu Melanies Brüsten. Wie groß sollen sie nun werden? Na, wie groß sollen sie natürlich bleiben? Jetzt auf C gemacht. Auf C? Mhm. Die Größe optimal. Ja, also ich denke so zwischen Orange und halt der Honigmelone. Zuckermelone oder Honig? Was Honigmelone. Ist das? Honigmelone. Oder? Ja, das ist, na, ja, Schatz, das ist die Honigmelone und die gelbe ist die Zuckermelone. Google. Zuckermelone. Und die andere ist die Honigmelone. Und die gelbe ist die Honigmelone. Okay, dann umgekehrt. Gab's nicht ein bisschen größer? Ja, ein bisschen. Wie wär's, wenn ihr den Fachmann fragt? Auf nach Wien 18 zu Beauty Doc Arthur Worsek. Nachdem Chefin Melanie weiterhin behauptet, dass die Familie mitentscheiden darf, müssen auch alle mit zur Vorbesprechung. Ich freue mich schon, dass ich hier bin und dass ich den Worsek auch wieder sehe, weil ich habe schon mit ihm telefoniert und er ist sehr lustig. Bist du nervös? Nein. Ist nur die Vorbesprechung, gell? Ja. Du bist nur nicht nervös. Aber ich könnte mich jetzt schon auf Mobil legen. Ach so? Und was ist, wenn ich mit dem Boss geredet, dass ich das mache? Dann wirst du nervös. Ja, wieder so ja sagen. Na sicher. Auch wenn Andi scherzt, zum Lachen ist ihm nicht. Also ich würde mich nicht operieren lassen, weil es besteht immer Risiko. Falsche Narkose, unabsichtlich spritzen und so, und dann wachst du vielleicht nicht mehr auf oder bist gelähmt. Keine Ahnung, was da alles für Hintergedanken bei mir sind. Also Sorgen sind da. Aber ich kann es nicht ändern, wenn sie es machen lässt. Melanie will sich nach der Geburt ihres zweiten Kindes Jason Timothy erneut unters Messer legen. Egal, was Andi sagt. Schon nachdem ihre Tochter Cheyenne Selina zur Welt kam, war einer ihrer ersten Wege der zu Dr. Arthur Worsek. Damals noch in Begleitung von Mama Martina, die aus Gründen mit musste. Melanie, warum sind Sie da?
Weil ich meine Brust machen. Die Brust machen? Mit 18? Ja, es ist mir urwichtig, gut auszuschauen. Im Zuge der Voruntersuchung kamen beim Beauty-Doc Zweifel auf, ob eine Operation wirklich das Richtige für Melanie sei. Vor allem, weil Freund und Kindesvater Andy noch nicht überzeugt war. Da macht er einen Vorschlag, Melanie. Komm mal mit deinem Freund vorbei. Erstens einmal möchte ich wissen, was das für einer ist. Und dann reden wir vielleicht gemeinsam kurz, nämlich genau so. Okay, das sagt du, das ist so, nein, magst du das? Das gehört ein bisschen gemeinsamer geredet, was? Ich muss mich ja wohlfühlen, nicht er. Naja, er muss ja auch wohlfühlen, weil sonst ist er weg. Also ist auch nicht. Also. Prallstrafen. So richtig prall. Prallstrafen. Nein. Schaut urgut aus. Ja, für wem aber? Und größer? Nein. Nein, nicht der untersichere Hand. Er will ja, dass ich kein Silikon weil er meint, das ist nicht unnatürlich. Das ist nicht Natur. Also es ist in der Natur, es ist unnatürlich und das sind nur Plastikbrüste und so. Ja, hat er ja nicht. Ganz unrecht. Die möchte ihren Freund sehen, weil man, der ist jung, der hat ein Kind, normalerweise haut er ab, verstehst du, in ein, zwei Jahren schon als Prinzip. Das ist ja eher das Normale. Aber ich will es nicht noch, dass da vielleicht irgendwelche Probleme sind und Streitereien sind. Also gemeinsam mit dem Freund und dann bespricht man das. Und wenn er ein gutes Gefühl hat, mache ich es, sonst mache ich es nicht. Widerwillig aber doch kehrte Melanie mit Andy im Schlepptau fürs Überzeugungsgespräch zum Beauty-Doc zurück. Am Ende gaben beide Männer klein bei. Es ist so verlaufen, wie es oft verläuft bei so Gesprächen, die Frau gewinnt. Seither ist Melanie Doppel-D-Jungmami Melanie. Auf Kind Nummer 2 folgt Brust-OP 2. Und wieder kommt man in alter Runde zusammen. Für mich ist das halt wichtig, dass, weil meine Brust ist, hat sich, also ist wirklich jetzt nach der Schwangerschaft von Jason. Und das ist halt mit dem Implantat, das ist schon ein bisschen unangenehm, wenn das dann so unten ist. Das ist halt, es fühlt sich halt nicht mehr so fest an. Zeig mir noch einmal genau, was du, ja, was du jetzt dann haben möchtest. Ne? Das Implantat ist nicht untergerutscht. Naja, das Implantat ist ja nicht gerutscht, die Brust ist gerutscht. Ja, das ist nicht das Problem. Ich mach davon eins. Ich strafe dir die Brust, du wirst schon einen Narben haben, runter, oben, da her. Ja, das habe ich schon. Du musst das aber deutlich kleiner machen, die Brust. Ist egal, Hauptsache, dass sie sind. Ja, schon, gell. Weil wenn ich die Brust groß lasse, rutscht die gleich wieder runter. Narbe. Und ich mach dir die kleiner und schau, dass das so oben ist. Ja, das will ich ja. Das ist ein großer Eingriff, gell? Warum nicht, wenn ich es machen lassen kann? Sie ist ja jung. Also sie stellt sich natürlich schon was anderes vor und ein anderes Gefühl in ihrem Körper, als sie mit dieser Brust hat, die ja schon so ein bisschen eine Mutterbrust ist. Und ich glaube, das will sie nicht wirklich. Obwohl sie zwei Kinder hat, identifiziert sie sich nicht wirklich mit dieser Rolle. Es ist halt Frau, denke ich so. Irgendwie so, ja, ich habe ein Kind gekriegt und ich gefalle mir nicht mehr. Weil die Brüste hängen ein bisschen. Also ich will schon, dass die Brust wieder schön oben ist und schön ausschaut halt. Doppel-D-Jungmami Melanie ist seit der Geburt ihres zweiten Kindes Jason Timothy genauso unglücklich mit ihren Brüsten wie schon nach der Geburt von Cheyenne Selina. Und wieder soll's Dr. Worsig richten. Eine Vorschau gibt's auch. Das sieht man aber schon schön. Was sieht man da? Ja, da sieht man die Brust und, das, und die Figur eigentlich ganz gut schon, gell? Sexy girl. Die Leute wollen das ungefähr sehen, wo es hinkommt. Man kann mit so einem Gerät natürlich nicht genau sagen, wie es ausschauen wird, aber man kann es den Patienten ganz gut erklären. Die großen Warzen vorhof, dann mache ich da kleine. Ja. Der Alex ist gerade dabei und macht das. Genauso wird auch operiert. Wir werden die Punkte vorher anzeichnen, das machen wir gemeinsam. Und jetzt schauen wir, jetzt siehst du jetzt ungefähr, was wir da zusammenbringen. Voll ordentlich. Siehst du, unten bleibt, siehst du die Brustwarze da unten? Ja. So ungefähr. Geht das dann die nicht noch dann? Also, wird das dann so? Ich will nämlich diesen Hügel nämlich haben. Ganz prall. Naja, das wird schon nachgeben wieder. Das wirst du richtig, wirst du nicht machen. Schau mal, wie zerrissen die Haut ist. Siehst du das? Da oben, schau. Das siehst du eh da, also, den Abschleifen. Das wirst du nicht mehr schaffen. Nach zwei Kindern wirst du nicht mehr so stehen. Das geht so nicht mehr aus. Aber ich kann nicht mehr machen, als möglich ist. Das mache ich als Maximum. Also ich finde es eigentlich cool, diese Maschine, wie man da so Fotos machen kann von jeder Perspektive.
Und dann, wie man das so bearbeiten kann, das ist schon cool. Er hat halt dann noch gesagt, das wird eh nicht so, also er kann es jetzt nicht so ganz genau machen. Da muss schon realistisch sein. Zwei Kinder ist anders wie vom ersten Kind. Das ist an für sich ganz gut zu machen, aber ihre Vorstellungen sind natürlich logisch übertrieben. Ganz prall. Die Brust wird jetzt sicher nicht diese ideal stehende Brust sein, wie sie im Kopf hat, aber deutlich besser wie jetzt. Weil dieses Hängen ist auch nicht schön. Ungefähr so muss das vorstellen, vielleicht sogar mal Spur kleiner. Noch kleiner? Ja, ich sage, je größer, desto schneller rutscht es wieder runter. Ach so, okay. Manchmal taugt es den Leuten, manchmal taugt es ihnen nicht. Sagen sie, so möchte ich nicht ausschauen. Und da sagt man dann, ja, aber so wirst du ungefähr ausschauen, es hilft nichts. Und insofern ist es ganz gut, dass man den Leuten keine falschen Illusionen macht. Wie lang kannst du dann nichts machen nach der Woche? Zu 4 Wochen? 6 Wochen? Nein, zwei Wochen. Nein, ich meine so, dass sie wieder feilen. Ja, also ja, mit feilen schon 3-4 Wochen. Gell. 3-4 Wochen. Habe ich hier geschätzt. Ich habe meine Kundentermine alle wieder nach 3 Wochen angesetzt. Feilen 3-4 Wochen, genau. Sie muss sich schon schonen. Also das ist was anderes wie eine normale Vergrößerung. Sie muss auf die Narben aufpassen. Sie auf alles muss aufpassen. Ich hoffe, es geht. Sie spielt mit. Und? Nein. 4 Wochen. Spanisch auf 4 Wochen. Ah, schaut's bitte. Spanisch. Jeder da draußen von euch weiß, was männlich genug ist und mit Frauen sich gut genug auskennt, weiß, was Spanisch ist. Spanisch zwischen die Brüste. Also ich sage mal, nach der Operation, dann gibt es halt kein Spanisch, dann gibt es halt Italienisch. Spaß. Ich freue mich schon, ich könnte jetzt schon aufbleiben. Tschüss. Das Gespräch war super. Macht halt meine Brüste wieder schön und ganz prall. Am liebsten würde ich jetzt schon da bleiben. Aber ich freue mich wirklich schon richtig. Sexy Girl. Total sexy.